Ich bin Nico Santos und ich bin der Coach, der The Voice Come Backstage bei Seat. Nico Santos bringt die Sensation zu The Voice of Germany. Das gab es noch nie. Erstmals in der Geschichte von The Voice of Germany bekommen ausgeschiedene Talente die Chance, durch die The Voice Comeback Stage wieder zurück ins Rennen zu kommen. Für die erste Runde habe ich mir 6 Talente zurückgeholt, für die sich in den Blind Auditions keiner umgedreht hat. Sie treten jetzt in Duellen gegeneinander an. Mit 2 Talenten ziehe ich ins Halbfinale ein und sogar mit 1 ins Finale. Ich sitze direkt hinter der Bühne und sobald ein Talent ausscheidet, entscheide ich, ob ich es für die Comeback Stage haben will. Hi, ich bin der Dario De Negri, bin 23 und komme aus Sardinien. Komm mal her, gucken wir uns mal richtig an. Bitte dreht euch nicht um, Mann! Ich hab ihn. Ich dachte auch, wenn sich kein Stuhl dreht, ja, egal. Toll, habe ich trotzdem bisher hier geschafft. Also, das ist eine Lüge. Also, du willst, dass sich ein Stuhl umdreht, weil das war so schrecklich. Ach, Scheiße! Du hast eine gute Stimme, aber du musst lernen, das unter Kontrolle zu bringen. Und wirklich die Emotionen sind wichtiger als die Lautstärke. Und du hast es nicht versaut. Du kannst es auch besser machen. Nein, nicht doof. Hör auf jetzt, hör auf. Ich bin traurig, natürlich bin ich traurig. Aber ich weiß auch, was ich kann. Und ich weiß, dass vielleicht... Du musst nicht traurig sein, mein... Nico, freue mich. Hi. Nico. Von der Comeback Stage und ich hätte dich überkrass gerne in meinem Team. Ah. Ja. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Schon ihn zu sehen, wie er mich wirklich im Team wollte, das hat mich einfach motiviert und dachte, gut, vielleicht war es ja gar nicht mal so schlecht. Ich freue mich wirklich hier zu sein bei der Comeback Stage. Ich will einfach eine zweite Chance haben, einfach nur um damit Deutschland, die Welt einfach sagen, oh guck, der kann singen. Warum ich dich zurückgeholt habe, ist, ich fand deine Energie mega geil. Das ist auch eine super geile Bühnenpräsenz. Wir wollen mal gucken, wer dein Gegner ist. Wir haben eine Dame hier. Die Tina kann sehr gerne kommen. Die The Voice Comeback Stage setzt sich in der ersten Runde aus nicht gebuzzerten Talenten bei den Blind Auditions zusammen. Im ersten Duell lässt Coach Nico Santos den Musical-Darsteller Dario gegen Rockröhre Tina antreten. Hallo! Hi. Ich bin die Tina, ich bin 36 Jahre alt. Ich komme aus der Oberpfalz. So gut wie dieses Konzept ist, dass wir euch nicht sehen auf der Bühne, so scheiße ist das auch manchmal. Ja, ich sag absolut. Ich sag dir so, wie es ist. Hätte ich dich gesehen, hätte ich dich mitgenommen. Danke. Hallo. Hallo. Nein! Hast du Bock auf eine zweite Chance? Oh, nicht sein. Bin ich hier bei der Comeback Stage und ich freue mich total, dass ich diese zweite Chance nutzen darf. Und ich hoffe, ich nutze sie auch richtig. Warum ich dich zurückgeholt habe, ist, ich fand erstmal deine Stimme unglaublich besonders, weil du hast eine sehr, sehr markante eigene Stimme. Was mich noch mehr überzeugt, das ist danach quasi das Feedback von den Coaches gewesen. Die haben sich ja überkrass geärgert, dass sie dich nicht gebuzzert hatten. Bei euch beiden ist wirklich das Publikum mit Abstand am meisten mitgegangen. Und das war so ein Faktor, warum ich euch beide auch jetzt gegeneinander antreten lasse. Ja, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Coaching. Ich habe den Talenten vorher die Songs geschickt, damit die vorbereitet zu mir in das Coaching kommen. Ihr tretet gegeneinander an und am Ende entscheide ich, wer in die nächste Runde kommt. Also gebt alles, was ihr habt. Ihr könnt The Voice of Germany immer noch gewinnen. Wollen wir anfangen mit dir, Dario? Ja. Tina, du kannst es sehr, sehr gemütlich machen. Das mache ich. Dario singt einer meiner Lieblingssongs, Purple Rain von Prince. I only wanted one time to see you laughing.
Also ich freue mich wirklich, dass ich Purple Rain bekommen habe, weil ich liebe das Lied. Und zwar hat er auch bei den Blind Auditions ein Gute-Laune-Song gehabt. Die Leute, das Publikum sind abgegangen. Deswegen wollte ich ihn heute hören mit einer ruhigen Ballade, wo er Emotionen zeigen kann. Purple Rain, Purple Rain. Was ich auch machen würde, weniger pressen. Weil manchmal so, Purple Rain. Also, aber Purple Rain. Dann ist so. Und dann bei den Sachen wie. Bathing in the purple rain. Honey, I know times are changing. Du musst die Songs auch wirklich fühlen und daran hapert es noch so ein bisschen bei ihm. Also ich habe immer nur Angst, weil dann denke ich mir, das ist halt Prince und dann klingt so hoch und dann muss ich dann brüllen. Aber es ist auch nicht das ganze Lied und genau, ich muss auch nicht brüllen. Genau, du musst auch nicht brüllen, das ist eigentlich die Hauptsache. Ne? Also, es wäre sehr schön, wenn du nicht brüllen würdest. Nein, aber ich finde, wenn er noch ein bisschen emotionaler wird und nicht zu sehr so gekünstelt den Song runterrattert, dann ist ja die beste Version von sich selbst. Nico hat mir ganz gute Tipps gegeben. Also das waren halt Sachen, der hat recht, ich muss dran arbeiten, auf meine innere Ruhe. Viel Spaß. Für Tina habe ich mir den Song Schau mich nicht so an von Lotte rausgesucht. Schau mich nicht an, bin ich gespannt, weil es auch einfach ein Song ist, der, ich sag mal, auch ein paar S-Laute hat. Ja, ich liebe es. Ja. Auch das mit dem R. Ich liebe R. F oder ich liebe und das R. F. Vielen herzlichen Dank dafür. Das Schlimme für mich an deutschen Songs, da haben wir schon. Das Schlimme für mich an deutschen Liedern ist mein Sprachfehler einfach. Der steht mir total im Weg und an den denke ich auch die ganze Zeit. Also dieses R ist ein Dialekt, okay, damit bin ich absolut cool, aber das S und das SCH, das kann ich in einem englischen Song einfach viel besser kaschieren. Man hat ihren kleinen Sprachfehler auf jeden Fall hören können. Hey, warum bin ich schon wieder hier? Was gar nicht so Schlechtes ist, sondern einfach, was es auch noch viel interessanter macht zu hören. Sie muss einfach nur den Song viel, viel mehr verinnerlichen. Ja, ich finde das Lied super. Ich muss sagen, mir gefällt es wirklich gut. Mhm. Ja, aber es ist halt was ich nie gesungen hätte vielleicht. Genau, ja, und genau. Deswegen ist es ja auch eine Challenge. Ist ja okay. Ja. Ja. Und wieder mal fall ich in deine Augen, will mich darin verlaufen. Sie muss auf jeden Fall noch sehr, sehr viel üben, dass sie mich weghaut. Ich fand das richtig schön zu sehen, was für andere Facetten ihr gezeigt habt. Nutzt einfach die zweite Chance. Unter euch ist vielleicht der Gewinner der The Voice Comeback Stage bei Seat. Ich weiß für mich jetzt, dass ich mich mit dem Song anfreunden muss und ich werde es tun, aber jetzt muss ich ihn noch zu meinem eigenen machen. Weil ich bei dir nicht anders kann. Jetzt kann ich jetzt nicht hier so gesangsmäßig viel zeigen. Ich muss Gefühl zeigen. Und das ist halt fast so, als würde ich da nackt stehen. Oh, ich werde unglaubliches Herzrasen haben. Ich habe einen ganz, ganz trockenen Mund. Ich hoffe, ich kriege vorher noch mal was zu trinken von euch. Ich will nicht an die Entscheidung denken. Ja, will einfach noch mal Deutschland zeigen, dass ich's drauf habe. Ja, ich will so gerne ins Finale. Wenn Dario auf die Bühne geht, dann hoffe ich, dass er Dario ist, dass er mir was erzählen will und dass er mir nicht seine unglaublich coole Stimme zeigen will. Hallo. Hi. Hi. Tina, du darfst dich erstmal noch ausruhen. Nicht nervös sein. Ganz entspannt. Wir sind hier unter uns. Never gonna cause you any sorrow. Never gonna cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing. I only wanna see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain.
Sehr schön. Sehr schön. Und ich achte auf alles. Auf alles. Okay. One, two, three, four. Immer ein Anfang, immer ein Pochen bis zum Hals bei dir. Bei dir. Immer so kopflos. Hey, warum bin ich schon wieder hier bei dir? Weiß nicht, was hier passiert. Verdammt, ich lieb das Chaos, das du kreierst. Ich geh dir aus dem Weg, will dich ignorieren. Es wird nie funktionieren, nie funktionieren. Und wieder mal fall ich in deine Augen, will mich darin verlaufen. Nach allem, was war, versteh ich nicht. Warum will ich noch immer dich? Schau mich nicht so an, weil ich bei dir nicht anders kann. Schau mich nicht so an, weil ich bei dir nicht anders kann. Und wieder mal fall ich in deine Augen, will mich da. Nach allem, was war, versteh ich nicht. Warum will ich noch immer dich? Schau mich nicht so an, weil ich bei dir nicht anders kann. Schau mich nicht so an. Sehr, sehr schön, sehr cool. Oh, wow, ich bin mindestens so nervös wie ihr. Dario, die Art, wie du gesungen hast, du hast mich voll überrascht, du hast gar nicht mehr gepresst. Gegen Ende war es dann wieder mir ein bisschen too much show-off. Dann zu dir, Tina. Du hattest die mit Abstand krasseste Challenge. Und ich muss sagen, die hast du wirklich unglaublich gut gemeistert. Es gab so ein, zwei Sachen im Timing ganz am Anfang. Ja, das fällt mir super, super schwer. Mein Gewinner für die nächste Runde ist Tina. Oh Gott. Meine Gefühle, die fahren Achterbahn gerade. Also ich bin wirklich in einem riesen Rausch gerade. Für mich war Dario der Favorit, aber Tina hat sich seit diesem Coaching hat sie so eine unglaublich coole Entwicklungskurve gehabt. Deswegen bin ich schon sicher, dass das eine richtige Entscheidung war. Herzlichen Glückwunsch, Tina. Damit bist du die erste Siegerin auf der The Voice Comeback Stage. Jetzt geht's ab in die nächste Runde. Nächsten Donnerstag kämpfen auf der The Voice Comeback Stage wieder zwei ausgeschiedene Talente um den Einzug in die nächste Runde.